Kennst du schon die weibliche Spider-Man-Version? Nein? 1977 debütierte Jessica Drew in Marvel Spotlight 32, was schließlich im folgenden Jahr auch dazu führte, dass sie ihre eigene Serie bekam. Eigentlich war ja Peter immer der einzige Held mit Spinnkräften im Marvel-Universum, mit ein paar kleineren Ausnahmen natürlich. Doch dies sollte sich schnell ändern. Anders als bei den ein oder anderen Superhelden oder deren alternativen oder ähnlichen Versionen, ist Jessica hier kein Imitat von Spidey. Herkunft und Fähigkeit unterscheiden sich sehr, sehr vom Original. Sie bekam ihre Kräfte, als ihr Vater, ein brillanter Genetiker, ihr das Leben rettete, indem er ihr ein Serum aus bestrahltem Spinnenblut injizierte. Eine Behandlung, die sie mit geschärftem Sinn, erhöhter Kraft und Beweglichkeit ausgestattet hat und außerdem ihr auch die Fähigkeit verliehen hat, elektrische Ladungen aus ihren Händen zu schießen.